Hi, ihr Hübschen. Schön, dass du dabei bist. Ich schmeiß mir gleich die Kugel auf den Tisch und guck mal, was dein Herzallerliebster so vorne auf der Zunge hat, aber noch nicht ausspucken kann. Gerade die Mittelgliederlegung macht und wie nannte sich das dann? Gedankentheater. Das fand ich mal ein schönes Wort. Also er macht sich gerade viel Gedankentheater. Dort könnte sein, dass das auf dich und dein Energiesystem schon mal ein bisschen rüberspringt. Solltest du also so ein bisschen ferngesteuerte Gedanken in dir tragen, überprüf mal gut, ob es deine sind oder ob du hier, ne, da seine Energien irgendwo zugespielt bekommst. Es ist manchmal nicht leicht, sich davon zu befreien, aber es ist doch sinnvoll, weil dieses Denken, nochmal Denken, den Tag sehr anstrengend gestalten kann. Ich hole mir jetzt ein paar Überschriften für die Google. Hier wird es was anderes sein, weil ich halt hier auch für deutlich mehr Menschen schaue. Vielleicht ist ja was dabei, was er dir erzählt, was dir bekannt vorkommt und wo du dann für dich auch irgendetwas mit anfangen kannst. Und ich kann viel damit anfangen, wenn du mich hier auf meinem Kanal unterstützt, mir ein kostenloses Abo schenkst oder ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Und an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank dafür. Oh, war ja, nichts geht mehr. Ja, hier spitzt sich gewaltig was zu. Was soll ich machen? Aber das hat sich schon seit dem Wochenende angekündigt. Bei Onkel Otto geht die Post ab. Und nicht unbedingt auf eine glorreiche Art und Weise. Sehr gut. Ich mische mir jetzt hier so ein paar Decks mal durch und dann mache ich die Augen zu und lass sie mal sprechen. Auf das, was dann kommt, habe ich keinen Einfluss. Ach, leg die mal dahin. Da wird durch mich durchgesprochen. Da darfst du mich einfach als Medium betrachten. Und ich weiß dann manchmal auch hinterher nicht genau, was da gesprochen wurde. Ich habe weder einen Einfluss auf die Sprache noch auf die Wortwahl. Guck mal einfach mal. Noch auf die Emotionen, die dabei an die Oberfläche kommen. Geht schon mal an die besonders, die. Da wüsste ich noch gerne, was das ist. Deren Otto dunkelblond bis dunkelhaarig ist. Jetzt seht ihr aber durcheinander. Ja, das ist kein Wunder, wenn nichts mehr geht. Da geht es in seinen Gedanken gerne mal durcheinander. Und was dann auch noch ist, dann versucht er gerne mal, dich als Blitzableiter zu benutzen, wenn er den Mumm nicht in der Buchse hat, dich direkt anzusprechen, dann passiert das energetisch. Und je nachdem, was das mit dir macht, wann kannst du dann sehen, wo du gerade noch so deine Probleme vielleicht aufarbeiten darfst. Aber man muss auch nicht immer Probleme haben. Oh ja. Es könnte sein, da kommt was auf dich zu jetzt. Ich mach mal das Licht hinten aus und dann gucken wir mal, was der Herr und Meister denn zu berichten hat. Momento. Kommst du auch noch um die Ecke? Das Handy macht schon den ganzen Tag ping, 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 ping. Und dann kommst du auch noch um die Ecke. Ja, du kommst dann immer mit so freundlichen Worten und sagst dann auch: Ich liebe dich, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, dass du glücklich bist. Wie denn? Wie soll denn das gehen? Wie kann ich denn glücklich sein, wenn ich immer das Beste versuche und das Beste nie gut genug ist. Ich habe hier neue Projekte versucht aufzubauen. Ich habe versucht, die Menschen in meinem Umfeld aufzubauen. Jeder hat nur Energie gezogen und
Konzentriere mich jetzt auf mich. Ich weiß, was in mir steckt. Und ich weiß auch, warum ich Dinge tue und einfädle und ans Laufen bringe. Und das habe ich alles nicht uneigennützig getan. Nun hast du mir zwar immer wieder liebe Worte präsentiert, aber ich habe gespürt, dass du gar nicht mehr zu 100% an uns glaubst. Tja, die Liebe bringt immer nur Ärger. So bin ich das gewohnt. Und ich habe gedacht, bei dir wäre das eine andere Geschichte. Du hast Kraft für zwei. Du kannst mich immer wieder aufbauen, wenn es nötig ist. Du kannst mir immer wieder die Unterstützung schenken, wenn es nötig ist. Ja, und jetzt gehen wir miteinander um. Gehen wir miteinander um wie ein Liebespaar? Nee. Mir fehlt die Leidenschaft, wenn wir miteinander zu tun haben. Allerdings, ich habe immer noch tiefe Gefühle für dich. Nur diese tiefen Gefühle, die sind so anstrengend. Und jetzt, wo du mit aller Gewalt versuchst, einen Weg einzuschlagen, der vielleicht in eine andere Richtung geht als in meine, löst du echt eine Lawine bei mir aus. Ich habe das Gefühl, du willst mich unter Druck setzen. Ich habe das Gefühl, du willst mir zeigen, dass wenn du mir nicht mehr zur Verfügung stehst, ja, mir was fehlen würde. Ja, jetzt steht er da, macht manchmal den Mund auf, zuckt mit den Schultern, will noch was sagen. Dieser Blick, ja, da kann ich mich immer wieder so ein bisschen drüber amüsieren. Maske. Auf jeden Fall Maske. Ich lasse ihn jetzt auch einfach mal in Ruhe, weil das darf man dann auch nicht überstrapazieren. Ja. Ja, er macht mich ein bisschen sprachlos mit dem, was da gerade gesprochen wurde. Also er, ist ganz anders als im Mitgliederbereich, versucht gerade, sich sein Leben angenehm zu gestalten. Angenehm zu gestalten, indem er die Liebe an die Seite drängt. Das ist das, was er versucht. Aber die erste Karte ist ja, nichts geht mehr. Und du kannst ja auch sicher sein, im Hintergrund, der geht dein System checken. Naja, vielleicht entscheidet er sich für ein Leben an der Oberfläche, aber dann sagen die nächsten Karten eben, ein Leben an der Oberfläche ist nicht mit viel Leidenschaft verbunden, ist nicht mit viel Spaß verbunden. Weil wenn du den zweiten Seelenanteil schon mal gefunden hast, ist alles nur zweitrangig, ohne das andere abzuwerten. Und ja, seine Ängste sind immer noch seine Ängste, die ihn abhalten, hier eine Einladung in deine Richtung auszusprechen. Ich stell das Kügelchen jetzt mal wieder weg und dann gucken wir doch mal, was denn jetzt dein Auftrag ist. Ins Vertrauen zu gehen. Du hast so viel ausgesät in seine Richtung und wie er das bearbeitet, das kennst du ja wahrscheinlich schon ein Weilchen. Das Universum sagt ganz einfach, hier, lass dich treiben. Es geht darum, der Familiengeschichte zu, ja, entfliehen ist ein falsches Wort, aber wenn zum Beispiel du eine Mutter hattest, die um des lieben Friedens willen bei ihrem Ehemann gewesen, geblieben ist, bei ihren Kindern geblieben ist, dann ist es vielleicht dein Part, das diesmal anders zu machen und deinem Ruf zu folgen, dich nicht aufzuopfern bis, ne, zum letzten
Quäntchen deines Seins, sondern eben auch an dich zu denken. Wenn du aber eine Mutter gehabt hast, die sehr an sich gedacht hat, dann darfst du auch das anders angehen als das, was deine Eltern dir eben vorgelebt haben. Das ist das Einzige, was es gerade zu tun gibt, die eigene Familiengeschichte aufzudröseln. Was er gesagt hat, das hast du gehört, das habe ich jetzt nur noch schwammig im Hinterkopf. Was gibt es noch für einen Impuls? Die Liebe darf die Regentschaft nach wie vor übernehmen, und zwar aus dem Herzen heraus. Das nützt nichts, wenn du liebe Worte transportierst, aber dahinter nicht auch ein Gefühl steckt. Aber die meisten lieben ihren Otto ja auch, nur dieses Hin und Her, das stelle ich im Kollektiv ebenfalls fest. Und hier auf diesem Kärtchen steht, das Prinzip der Liebe sagt, Liebe ist nicht dies oder das, Liebe ist einfach. Liebe genügt sich selbst und zeigt sich verschwenderisch, ohne etwas zu erwarten. Ja, das ist schon viel verlangt, ne? Liebe ist an keine Bedingungen geknüpft, sie ist frei. Sie bezieht sich weder auf Personen noch Objekte, sie ist deren Ursprung. Also, das heißt, alles, was du gestaltest aus Liebe heraus, das hat direkt so eine schöne Frequenz, was da ausgestrahlt wird. Heute begegne ich allem offen, um darin Liebe zu entdecken. Ich gebe ohne zu wollen. Ich bin großzügig, also ohne was zurückzuerwarten. Ich bin großzügig, auch mit meinem Lächeln und meiner Freundlichkeit. Respektvoll gehe ich durch den Tag und öffne mein Herz für alles, was mir widerfährt und begegnet. Wenn du aber dann auf der anderen Seite so jemanden hast, der voll in den Kopf springt, dann ist das immer ein ganz schöner Anlauf, um deine Energie zurückzufinden. Das geht aber, nur es ist unglaublich anstrengend. Und wenn es zu anstrengend ist, dann muss der Herrscher schon mal damit klarkommen, dass man den Fokus auf sich selber richtet, weil ohne Selbstliebe kannst du keine Liebe aussenden. Wir nehmen noch ein paar Zahlen mit. Das nette Spiel zum Abschluss. Welche sind es denn heute, Spirit? Dankeschön. Steinböcke sind angesprochen. Mittwoch, Freitag, die Krebse und die Schützen. Jetzt lass mich hier mal basteln. Die 44 ist heute von besonderer Bedeutung. Eine Engelszahl. Pass auf, ich liefere die Bedeutung. Sekunde. Fragen wir mal Herrn Google. Moment. Engelszahl 44 Bedeutung. Laut ProSieben, die Engelszahl 444 symbolisiert die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und steht stellvertretend für die vier Himmelsrichtungen. Sie zeigt dir vor allem auf, dass du dich in einem fortschreitenden Wandel befindest und durch harte Arbeit an dein Ziel gelangen kannst. Jo, immer muss hart gearbeitet werden. Das Team Zapunzel hat es aber eigentlich Leichtigkeit auf die Fahne geschrieben. Was bedeutet das jetzt? Dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind und die Arbeit ab und zu auch mal ruhen darf, damit das Leben eben auch zu genießen ist. So, dann haben wir die 69. Jahrgang 96, Jahrgang 64, 44 Jahre, 64 Jahre und die 90. Finde neuen Sinn, realisiere aber immer den Erfolg, achte aber auch deine Gefühle, weil das ist Selbstliebe, ziehe Bilanz und für manche auch wichtig hier etwas zu verändern und alte Dinge loszulassen. Ob das jetzt dein Otto ist, den du für einen Moment loslassen musst, oder Dinge hier in deiner Familiengeschichte, wo vielleicht noch aufgeräumt werden darf, das wird dir wohl deine Intuition berichten. Noch ein Heilsteinchen und dann lassen wir das Orakel mal so stehen. Und morgen bin ich nicht voraussichtlich nicht online, weil ich morgen nicht zu Hause bin. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst und nicht komisch reagiert, wenn dann mal
Wieder erwarten, kein Video von mir erscheint. Aqua Aura, aufrichtige Kommunikation in Beziehungen, das Herz auszuschütten sowie klar zu kommunizieren, hilft dir dabei, zu verstehen und verstanden zu werden. Jo, und du kannst sehr klar kommunizieren, aber es ist in vielen Fällen so, dass ihr nicht die gleiche Muttersprache sprecht zum Beispiel und dadurch Missverständnisse entstehen können. Und in anderen Fällen ist es so, dass er eben nicht gerne zuhört. Da muss man gucken, dass man die Dinge auf den Punkt bringt und nicht lange um den heißen Brei herumquatscht. Der Malachit, hier geht es um Wohlstand. Der Fluss hilfreicher göttlicher Energie nimmt eine positive Wendung für dich. Und das wünsche ich allen, dass jetzt endlich so der Aufschwung kommt und dieses, ja, in Anführungsstrichen Gejammere mal ein Ende hat. Wir sind keine Menschen, die gerne im Mimimi sich aufhalten. Das war ganz zu Anfang meiner Orakelzeit noch ein großes Thema, aber da hat sich viel geändert im Kollektiv und das finde ich auch schön zu sehen. Und der Aufschwung ist ja da, energetisch. Dann lass uns einfach mitschwingen. Ich bedanke mich hier für deine Zeit und gern bis zum nächsten Mal.